Jo Leute, willkommen zum nächsten Part. Ja, ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Ich wurde auch schon aus der alten Gilde gekickt. Die Spiele trennt irgendwas, keine Ahnung. Spiele trennt Furies, einfach nur wegen der Inaktivität. Ich habe halt irgendwie einen halben Monat durchgezockt, weil ich Aufnahmen hatte. Und ja, jetzt wird es wieder knapp mit den Aufnahmen. Und ich sehe gerade, sind drei Arena-Punkte hochgestiegen. Vorhin war ich hier 400 und das ist ein komplett deutscher Clan, eine komplett deutsche Gilde. Ja. Man sieht, ich habe 2000 Gold, ich habe mir ein bisschen was angespart. Und das letzte richtige Video, also über Spellstone, kam für mich jetzt sehr, sehr lange. Also wurde aufgenommen. Ich habe halt im Nachhinein noch richtig viel anderes Zeug aufgenommen. Um zum Beispiel ein bisschen offline, wo ich offline gezockt habe. Und ich mache mal kurz etwas. Quasi, dass ich offline bin. So. Zaubersteine und ich öffne mal. Arena, ich brauche Arena. 10 Stück, 10 Karten. Mal schauen, was da drin ist. Öffne dich. Naja. Nichts Besonderes. Nochmal. So, was kommt jetzt? Sieht bis jetzt sehr sämmerlich aus. Das Sparen hat sich echt gelohnt. Wow. Verdampfen. Boah, die ganzen Pferde, die brauche ich echt nicht. Die ganzen Karten, die brauche ich auch nicht. Den brauche ich nicht. Für den habe ich auch keine Verwendung. Die ziehe ich da mal rein. Ja. Ansonsten, Flughörnchen. Brauche ich euch? Ich weiß gar nicht. Schwächen, was kannst du sonst so? Nur Schwächen. Schwächen 4. Zwei Züge. Ich weiß halt nicht, was kannst du noch so ermächtigen? Ether 4. Stern jede vierte. Du wirst, ich lasse euch aber mal verdampfen. Ja, das sieht doch dann mal, denke ich mal, ganz gut aus, oder? Oder? Sogar ohne Bruder nehme ich gerade auf. Aufrüsten. Was habe ich denn da? Was habe ich denn so? Ich habe echt lange nicht mehr gespielt. Ich habe dich. Okay, zorniger irgendwas. Ah, ich habe so ein Fuchsfeuerviech, Alter, das braucht doch kein Mensch. Bearbeiten, vielleicht irgendwas austauschen, zum Beispiel gegen dich packe ich einen von euch rein und dann hätte ich das ja schon mal Inventar. Erst ab Stufe 7. Stufe 7 heißt, ich muss auch einmal gewinnen. Mache ich mal, hoffentlich. Frosch. So, das ist echt schwer für mich zu gewinnen, also ich habe vorhin schon gezockt und es ist echt schwer. Weil wegen dem Seevolk, das ist einfach nur viel zu krass gegen mich irgendwie, weil ich habe die Karten selber nicht. Aber dafür haben die andere Spieler und auch andere Gegner ein paar. Aber die sieht doch eigentlich ganz nice aus und ich mache mal die Musik ein bisschen leiser. So, sollte auf jeden Fall passen. Wolkensylph, mach mal etwas. Sieht auf jeden Fall nicht so nice aus bis jetzt mein Deck und ich bin Stufe 7 hier. Yeah. Schildkrötenzähmer. Und seltenes Paket. Oh, Heldenfrosch, nice. Okay, was bekomme ich hier? Oh. Und eins zurück. Weil der Spieletrend ist auch schon irgendwie ein bisschen weiter. Was bekomme ich hier so? Boah, alles klar. Noch 4 Tage, was 4 Tage? Ach so, Seafull-Karten erkaufen oder wie? Boah, kann man sich auf jeden Fall so, Alter, Ribitasku. Alter, das ist echt krank. Alter.
Wie krass wirst du aussehen? Naja, 5, 5, teilen 5. Alter, das ist ja echt. Das ist ja echt einiges. Ich habe gehört, ich habe irgendwie. Kann ich dich öffnen, verwenden? Jo. Nice. Oh, Goldklumpen. Nutze ich mal. Was bist du? Verwende ich mal. Was auch immer du gebracht hast. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Egal. Inventar. Nee, nicht Inventar. Karten. Deck. Noch so ein Frosch. Dann packe ich dich mal da raus und packe. Nein. Nicht dich. Sondern dich. Du. Ansonsten aufrüsten. Ich würde mal sagen, ich rüste meinen Held auf. Oder? Ansonsten halt wieder freikaufen. Ich bin halt sehr interessiert an dem da. Mit 48 Leben. Ermächtigen alle und der andere hat Blitz alle. Also ich bin echt sehr interessiert an denen. Und ich würde sagen, ich erhöhe den mal. So. Und jetzt für 30 für Vergeltung 1. Ich lasse es erstmal. Ansonsten, bringst du denn 1,7 und bei dir, hey du, ermächtigen 3. Boah, Alter, das ist ja echt. Nehmen wir mal mit. Yes. Erstarren jede 5. Also mache ich dich noch einmal und 6. Mache ich mal. Schwächen 2 lasse ich erstmal. Ermächtigen 3. Starren jede 5. Ansonsten vielleicht da mal Flammengeist. Aufrüsten, vielleicht mal Inventar anzeigen und nicht dich. Dich. Rüste ich dich mal auf. Und mach mal eine kleine Fusion. Jo, sieht doch schon mal wunderbar aus. Irgendwie bringst du mir trotzdem nicht mehr. Ah, jetzt 15 brauche ich, okay. Verdampfen. Hau ich mal, denke ich mal, euch raus. Dich, dich. Euch, ja, dich auch. Dich lasse ich mal. Nein, dich, nein. Dich. Doch, verdampfe ich mal. Okay, dich kann ich auch noch weghauen. Verdampfen. Nehmen und 50 Gold. Nice. Sieht doch schon mal wunderbar aus, was wir so bekommen haben. Zu aufrüsten, irgendwas wollte ich aufrüsten. Nein, ja, Blitz 2, das ist auf jeden Fall maximal ist. Ach, Blitz 2, okay, Mist. Fürs erste gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, kämpfen wir mal. Schnipp, schnapp, irgendwas. Heldenfrosch, der ist jetzt echt imba. Vergeltung 1, alles klar. Ach, meine Wechsel, ich müsste ich mal wechseln. So, da Wechselwicht. Ich mache mal wieder auf 3. Orakel. Und weiter geht's. Feuergeist und weiter geht's. Wolkensylph, weiter geht's. Krötenkrieger. Es geht auch eigentlich mit
mit den Zahlen 1, 2, 3, aber ich mach's ohne. Wohl, komm. Musik ist weg. Okay. 2. Ja, ich mach mal die 3. Und die 2 und ich habe quasi gewonnen. Ja. Ja, 3, aber ich habe, glaube ich, sowieso mit Glück sogar gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Plötzlich war die Musik weg. 1, 3. Jo, machen wir mal die 2 rein. Die 3. Die 2. Den Anglerfisch müsste ich auch mal wechseln. Und die 3 und wir haben quasi gewonnen, oder? Ja, doch. Was? Nee, noch nicht. So, und der nächste, der Feuertitane. Hauen wir den auch noch weg. Hauen wir den auch noch weg. Die 3 legen wir mal. Die 1. Die 3. Also ich denke mal, mein perfektes Deck wird keine normalen Karten haben, sondern eher 4, 5 und 6 Sterne Karten. Wahrscheinlich meistens 5 und 6 Sterne, weil 4 Sterne sind nicht immer gut. Und wir bekommen, yeah. Nächste, was bekommen wir hier so? Skelettkrieger, Archivhüter, den habe ich mal einfach so bekommen und noch ein Glaskoloss. Okay. Machen wir mal. Die 2. Die 3. Die 1. Ich habe zwei von denen, das ist das Gute. Zwei von den Fröschen. Ich habe zwar kein Seevolk, aber zwei Frösche, das ist auf jeden Fall wunderbar. Was hast du? Verbessern alle, durchbohren, verbessern alle, versengen. So, und Hammer, wir haben gleich gewonnen. Und zwar genau jetzt. Jetzt haben wir kein Sprit mehr und ich würde sagen ein paar Kopfgelder. Das habe ich nur einmal gemacht, ist echt krank, schwer. Belohnung ist auf jeden Fall richtig nice. Also da würde ich auf jeden Fall am liebsten bis zu dem da kommen. Warte. Am liebsten bis zu dem da. Ja. Ich kann es dann auf Maximum tun, aber es wird nicht gehen. Ich habe gesehen, der Herr Schilling war da auf Maximum, also auf Platz 1 da für kurze Zeit. Was lege ich denn? Ich würde halt sagen, die da. Muss man halt jetzt ein bisschen denken, weil die haben alle viel krassere Karten, als ich gezockt habe. Das war echt ein knappes Match. Oh. Die Karten zwar nicht so krass, aber trotzdem. Ach Mann. Greif mich doch nicht an. Jetzt kriege ich drei neue Karten. Und jetzt geht's ab. Ja, es geht ab. Ja, okay, diesmal habe ich das Glück auf meiner Seite. Und ich habe schon 2 Sterne. 2 Sterne ist auf jeden Fall wunderbar. Die Karte besiege ich auch noch. Und ich bekomme 3 Sterne sogar. Nice. Auf Platz 10.767. Was bekomme ich da so? Pi mal Daumen. 10.000 irgendwas. Hier bin ich. Boah, Alter, also ich wäre schon gern bei dem da mindestens. Mindestens da so eine 5-Sterne-Karte. Ich spreche nicht von der 6, sondern von der 5-Sterne-Karte. Das wäre auf jeden Fall schon mal ganz nice. Wenn die drinnen wäre, klick mal die 2. Bitte noch ein Frosch. Ah, egal. Ist so gut wie eine Frosch. Quasi bloß halt nicht dieselben Effekte. Oh, der Frosch. Frosch ist immer super. Frosch ist wunderbar. Der Feuergeist, den lege ich auch mal und das sieht ja mal echt nice aus. Wir haben gewonnen.
Wenn das noch richtig. Ja, okay, wir haben gewonnen. 80 Gold, 3 Sterne. Ja. 604. Ja, doch, da können wir, denke ich mal, vielleicht noch 10 Karten für uns raushauen. 10 vielleicht gute Karten. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Was heißt 10 gute Karten? Eine gute Karte ist vielleicht dabei, also eine seltene. Der Schilling, der hat ja richtig krass Glück. Also ich habe gesehen, er hat irgendwie plötzlich 4 seltene bekommen. Das war auf jeden Fall echt krass. Also sowas sieht man nicht alle Tage. Ich würde sagen 3 und überspringen wir mal dich und überspringen wir mal dich, ja, überspringen wir mal. Ich mach mal dich als Schutz rein. Dich hau ich mal rein. Dich lege ich auch mal noch dazu. Ja, jetzt egal, was ich lege eigentlich. Ich hab gewonnen. Nice. Nix, ich bin auf. Ja, komm schon, die 10.000, die werde ich hier noch erreichen. Ich leg dich mal dahin. Dich lege ich auch mal dazu. Dich lege ich dazu. Dich lege ich dazu. Dich lege ich dazu und ich glaube, der Frosch ist. Oh Mann. Der Panzer, der ist super. Orakel. Feuergeist. Alter, das wird knapp. Ein sehr, sehr knappes Match. Ein hardcore-knappes Match. Heldenfrosch. Komm schon. Waldgolem, yeah. Und jetzt ist es nicht mehr so knapp. Hat mich an meine Grenzen quasi gebracht. Das war ja mal ein interessanter Kampf. Nix da. Ich würde sagen, die 2. Dich mal. Oh. Die 1. Die 2. Und ich denke mal, da lässt sich auf jeden Fall gut was machen. Dich als Schutzbarriere mal. Dich lege ich mal dazu und dann halt noch dich und dann kann ruhig, ach, die Karte. Und ich habe quasi gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Wenn ich den bekomme, habe ich quasi schon gewonnen. Ja. Wie viel Gold? Ja, noch 2 Matches. Wird sich noch ausgehen. Dich lege ich mal dahin. Ups. Die 3. Was kannst du denn so episch etagoblen? Sehe ich zum ersten Mal. Schwächen, Schwächen und noch irgendwas Unnützliches. Oder sehr Nützliches, keine Ahnung. Etwas sehr Schlimmes auf jeden Fall. Die Karte ist weg. Ich mache auf 2. Wirklich was ändert. Ja doch, ey, so. Ich habe verloren, was? Was? Ein Stern. Okay, ein Stern ist nicht so geil. Die 1. Ja, die 3. Sieht doch schon mal ein bisschen besser aus als vorhin. Die 3. Ja, die 1 würde ich sagen. Die 3. Die 3 und wir haben quasi gewonnen. Stimmt so, da habe ich recht. Ich habe recht. Yes. Noch ein Kampf. Mehr Wertung. Der Platz 1 hat 183. Okay. Und mit 24. Aber wenn ich nochmal 3 gewinne, bin ich nicht Top 10.000. Okay. Ja, gut. Das Event geht ja auch noch eine Weile. Also da habe ich noch alle Zeit der Welt. Wenn ich das Game aktiv zocken würde. Das werde ich wahrscheinlich. Wieder, weil ja, ich habe halt nur voraufgenommen und ich mache jetzt auch nur 2 Aufnahmen oder so. Deshalb und keine 10, 12
auf einmal und dann irgendwie schneide ich da was zusammen, teilweise 7 Aufnahmen zusammen, weil ich da halt nur Spaß gezockt habe. Und ich habe gewonnen und bin auf Platz, ja gut. Ich hole mir mal 10 neue Karten. Hoffentlich was Tolles. Und nee, 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 nee. 2 seltene, wobei ich sagen muss. Okay, die ist gar nicht mal so schlecht. Schwächen 2, ja, hätte ich eigentlich echt. Schwächen 3, Verhexen 2, die geht eigentlich. Die geht, die da, puh, ist halt eine spezielle Karte. Ich brauche halt dafür die WYLD-Karten, Wildkarten. Die wilden Karten, Inventar. Puh, ich pack nicht aufrüsten. Warte, 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 warte. Verdampfen Items, was? Okay. Okay. Kann ich vielleicht irgendwie sofort irgendwie, egal. Keine Ahnung, euch hau ich mal rein. Dich hau ich rein, dich hau ich rein. Euch würde ich nie im Leben mehr gebrauchen. Dich brauche ich auch eigentlich nicht. Und dich, du bist mir zu lang. Verdampfen. Yes. Jedes Verdampfen stärkt mein Deck. Aufrüsten, was machst du denn? Ich rüste dich mal aus. Oh nee, oder? Ach man. Ach. Panzerung, was würdest du machen? 4-3, nee. Ja, komm, Schwächen 2. Und nice. Kann ich nicht nochmal hochpacken, wobei ich sagen muss, wo ist denn der da? Ich mach den noch einmal hoch und dann tausche ich mal ein paar Karten aus und zwar. Dich hole ich mal raus und dich packe ich rein. So habe ich mehr seltene drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Snow White.